Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 11. Episode von Villagers and Heroes. Ich bin jetzt gerade im Dorf, weil ich da mal ein bisschen für Ordnung geschafft habe. Ich habe meine Items sortiert, ich habe in den Tresor einige Sachen gelegt. Ich sehe, ich habe da gerade wieder was bekommen, dass man gleich zu mir legen kann. Ein Elixier der Pflege, dass ich das Dorf ein bisschen verbessern kann. Also Entschuldigung, ich muss nochmal wiederholen. Elixier der Pflege ist eigentlich dafür da, dass im einen die Ernte verbessert wird, wie auch wenn ich die Tiere pflege. Also ich bekomme mehr Erfahrungspunkte für die Tätigkeit. Wie ihr seht, ich habe jetzt zum Eber noch einen zweiten Eber dazu bekommen, weil ab Stufe 10 kann man sich ein drittes Tier nehmen. Und ich habe mir gedacht, ich werde bei diesem Jäger mehr auf so Ebern setzen, aufgrund der Felle. Jetzt werden sicher einige sagen, oh Gottes Willen, warum macht er das? Er braucht ja noch Hühner und er braucht Schweine oder keine Ahnung, er muss mehr auf Schafe setzen, was auch immer. Der Punkt ist, ich habe ja vier Charaktere und ich habe das eigentlich so aufgeteilt, dass jeder meiner Charaktere hat andere Tiere, während mein Hauptcharakter, also mein Krieger zum Beispiel, nur Schafe hat, hat dann der Priester nur Hühner und der Magier nur Schweine. Und so kann ich eigentlich die Ressourcen schön bunkern. Und wenn ich sie dann brauche bei einem Charakter, kann ich sie einfach hin und her tauschen. Deswegen wird es vielleicht auch sinnvoll sein, dass ich irgendwann das Schaf da auch noch austausche. Aber ich lasse jetzt mal kurzfristig so. Ob die Eber wirklich so nützlich sind, wird sich herausstellen, weil Felle bekommt man ja auch durch ja, Monster schlagen und so weiter. Aber warum nicht? Probieren wir es aus. Dann habe ich alle Tierrassen, die man kaufen kann, bei meinen vier Charakteren im Einsatz. Wer wie gesagt Schaf, Eber, Huhn und Schwein und auch das goldene Schaf habe ich einmal im Einsatz bei meinem Krieger. Wobei ich sagen muss, ob es die 100 Gold wirklich wert ist, ich wage es zu bezweifeln. Weil selbst auf Maximum Level bekommt man dann so circa fürs Vlies, ich sag mal so, maximal ein Gold und 40, 50 Silber und das auch nur alle 2 Tage. Also bis sich das mal rentiert hat, dass die 100 Gold herin sind, das dauert eine lange, lange Zeit. Und da braucht das Tier aber auch immer fleißig Futter und so weiter. Also kann man sich überlegen, ich habe es mir genommen, weil es cool aussieht und weil ich die 100 Gold über hatte. Aber ja, muss ja jeder für sich selbst wissen. Gut, jetzt aber wieder zu meinem Jäger. Ich habe da jetzt gerade Ödland-Peperoni angepflanzt und wenn ich die gieße, werden die vielleicht sogar fertig sein. Vor allem, wenn ich das mit dem magischen Wasser mache. Machen wir das gleich mal. Jawohl, da kann ich sie jetzt alle ernten. Die Ödland-Peperonis sind spezielle exotische Früchte, nennt man die. Die haben den Vorteil, dass du mehr Erfahrungspunkte bekommst, wenn du diese erntest. Dafür brauchen sie auch länger, bis sie wachsen und so weiter. Nachteil, wenn man sie verkauft, bekommt man weniger Geld dafür. Aber ich dachte mir, okay, ich will, dass der jetzt relativ schnell mal Erfahrung da in dem Feld, also im Ernten sammelt, damit ich mir dann dementsprechend bessere Früchte anbauen kann und so weiter, um mir vielleicht, keine Ahnung, Erfahrungstränke oder Heiltränke oder was ich halt eventuell brauchen könnte, selbst zu brauen, beziehungsweise auch, um die Tiere gut versorgen zu können. Weil zum Beispiel sie mir da Sonnenkürbis, dann hätte ich noch gar nicht anpflanzen können vorher. Das würde ich aber jetzt, glaube ich, machen können. Deswegen, das macht man noch schnell, bevor wir dann wieder in die Abenteuer starten. So, da gleich erledigt. Fleißig, fleißig. Ist er mein Jäger? Nicht nur im Wald ist er gut unterwegs, sondern auch am Felde. Jawohl, und jetzt gehen sich die Sonnenkürbisse aus. Ja, dann nehmen wir sich gleich 25, weil die brauchen wir für unsere Tiere zum Verfüttern. Kartoffeln habe ich schon, wie ihr seht. Also ich habe schon gestern Abend brav Kartoffeln angepflanzt und diese heute geerntet.
Weil auch die brauchen wir zum Verfüttern. So, immer brav alles setzen. Und dann werden wir faul sein und werden gleich das magische Wasser oder das Wunderwasser, wenn wir es korrekt übersetzen, anwenden. Dann brauche ich nicht wieder alles einzeln gießen. So, wo ist das Wunderwasser? Da ist es. Perfekt, in 2,5 Stunden kann ich das Ganze schon wieder ernten. So, was möchte... Ah, super, den Eber kann ich schon das erste Mal das Fell abziehen. Das ist auch echt lustig. Und man sieht übrigens auch, jetzt noch nicht, okay, das ist noch ein frischer Eber, aber er wird dann das Fell nach der Zeit wechseln und dann bekommt man ein anderes. Da sieht das Tier auch anders aus, finde ich recht interessant. Okay, Sonkühls haben wir jetzt noch nicht, da warten wir noch ab, den kann ich auch noch nicht. Ah, das Schaf kann ich scheren, das freut mich. Eher mit dem Vlies, das nehmen wir gerne. Und du willst Wasser, das gönnen wir dir gleich mal. Na komm, treffe ich nicht. Möchtest du Flöte? Währenddessen sortiere ich wieder etwas mein Inventar um. Sehr schön, wieder aufgestiegen der Tierzucht. Kartoffeln. Wieder Wasser. Gebürstet. Wieder Kartoffeln. Das war's. Gut, dann lassen wir die zwei einfach mal. Ich könnte ihn natürlich jetzt trotzdem füttern. Ja, machen wir es einfach. Wie gesagt, man kann auch was anderes geben, da bekommt man weniger Erfahrungspunkte, beziehungsweise auch das Tier. Wenn man viermal hintereinander das korrekte füttert, was er will, oder halt die korrekte Aktion macht, bekommt er so einen Multiplikator und dadurch bekommt er mehr Erfahrungspunkte. Ups. Habe ich keine Äpfel mehr? Kann das sein? Muss ich dann gleich schauen nochmal. Na super, genau jetzt brauchen wir nämlich Äpfel. Kurz mal ins Inventar des Hauses schauen. Ich habe keine Äpfel. Das ist natürlich dumm. Moment, wir legen das gleich rein. Alles was andere ist normal. Ich verstehe nicht, warum man das nicht übereinander legen kann. Aber man kann das Fell nehmen. Sehr schön, damit schon einiges. Das können wir verkaufen. Ja, dann machen wir noch, holt man sich noch schnell Äpfel, würde ich sagen. The more the merrier. Und dann legen wir los. Schnell gleich Vorräte abgeholt und da sind schöne Äpfel, saftige. Sehr schön, wenn ich so weitermache, steige ich nur auf Level 15 auf, da bekomme ich schon wieder ein Achievement. Könnte sich ausgehen. Da bekommen wir. Oh, super. Jawohl, da ist es.
das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Sind die Shops, wenn man sie braucht? Why, hello there. Kurz wieder den Chat gewechselt. Wie gesagt, es muss nicht jeder sehen, was im privaten Gildenchat abläuft. Für das ist der Gildenchat eben privat. So, das coole Zeug lassen wir uns da. Ach, das ist wieder. Ich hasse das weg damit. Immer so einzelne Dinge, was macht man damit? Gar nichts. So, und jetzt können wir die Tiere fertig füttern und dann geht's endlich los. Du bekommst auch gleich einen Apfel. Du willst bespielt werden. Kartoffeln mögen sie gerne. Erbsen. Äpfel. Nochmal Apfel. Sehr schön. Übrigens sehe ich, habe wieder was gekriegt. Uhrwerkernte. Noch was? Nein. Die Uhrwerkernte, da habe ich schon 17 Stück. Plus, die sollte ich mal, wenn ich irgendwo was abbaue, verwenden. Da bekomme ich viel mehr pro Abbau als normal. Aber gut, genug gearbeitet im Dorf. Ich wollte euch das auch mal wieder zeigen kurz, damit ihr seht, da geht auch was weiter. Tja, dann gehen wir zurück in die Sommersenke, weil da haben wir, glaube ich, mit dem nächsten Kontaktmann-Frau Kontakt aufzunehmen. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, was müssen wir machen. Sprich mit Pepe in Sommersenke. Genau, und wo ist der Pepe? Genau hier. Beim Baby, die Baby vielleicht auch wieder eine Frau ist, man weiß es ja in diesem Spiel nicht so genau. Es ist eine Frau. Oh, I'm quite beside myself. Oh, sie ist ganz außer sich, weil ihre Kinder gestohlen wurden. Oder ihre Enkel, besser gesagt. Okay, sie glaubt irgendwie an das Ganze nicht, aber trotzdem muss sie langsam dran glauben. Okay, anscheinend gibt es irgendwelche Magier, die Ältesten wiederherstellen können und die mächtige Sprüchrollen oder ja, Schriftrollen haben. Oder einen Verschwindezauber nutzen konnten. Aha. Okay, die erzählt mal alles Mögliche von Legenden. Eine Seehexe, sagt sie jetzt sogar. Oh mein Gott, was die nicht alles glaubt. Gut, ich würde ja sagen, wir gehen der ganzen Sache auf der Grund. Sie meint, in den salzigen Höhlen kommen die Übeltäter her. Na, schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Wo sind die salzigen Höhlen? Dagmarstrand. Wie komme ich da hin am besten? Schauen wir mal auf der großen Karte. Wir sind hier. Das sind die salzigen Höhlen. Also müssen wir vom Dagmarstrand hinreisen. Ja, da unten. Jetzt müssen wir leider wieder ein bisschen laufen. Das können wir nicht verhindern, aber zum Glück sind die Tiere schon so unterlevelig, als würden sie uns angreifen.
Ui, da kommen wir wirklich zu einem Höhlentrakt. Und jetzt weiß ich auch, warum salzig, weil das Meerwasser reinkommt. Coole Sache. Dann schauen wir mal, ob das stimmt, dass da wirklich Seehexen hausen. Oder Schlimmeres. Ui, ah, das ist wieder eine Kollegin von mir. Die haben wir schon im letzten Video gesehen. Die gerade den Reaper macht. Gut, naja, wir werden mal daher gehen, würde ich sagen. Pimmy, Wortschmied. Bet you don't know this one. Alter, was? Die nehmen die Sache nicht ernst. Die böse kleine Tralle Donalda. Ja, die habe ich noch hin. Das ist Suche nach der Seehexe. Donalda hat sie bespuckt. Warum? Okay, die will wie immer was, dass sie mir Hilfe braucht. Muss ich was für sie tun? Okay, ich muss entscheiden. Goblins töten. Na, dann machen wir das. Ha! Wow, die zieht dahin. Die Schan ist... Und das sehen sie schon. Schauen wir mal, ob die was drauf haben. Sieht nichts aus. Oh, ein Bogenschütze. Brauchen wir von dem Zeugs? Okay, 8 Stück. Oh, hier gibt es ein ganzes Lager und da vorne ist auch ein Kopfgeld. Da freue ich mich. Allzu leicht. Alles rundherum wegholen, bevor wir denn das Kopfgeld machen. Sicher, sicher. Ah, da ist noch einer neben mir. Ganz sneaky. Wie viel haben wir schon? 6 von 8. Schauen wir mal, ob wir da ein Kopfgeld dann mitholen. Naja, okay, jetzt doch. Werden wir mal alles geben, was wir können. Ja, okay, viel Schaden hat auch nicht gemacht, muss ich geben. Aber nette Erfahrungspunkte gebracht. Ein Goblin-Schatz. Ah, auch zum Schmiedehangel. Damit haben wir schon nach. Okay, da bekommt man nur diese Schmiedehemmen, diese Schätze. Da muss man nicht so viele Goblins töten. Ist aber eh nicht notwendig, weil wir haben ja schon 8. Und wir wollen uns nicht zu lange aufhalten hier. Ha, der hat mich gar nicht angegriffen. Sehr schön.
sind wir schon hier. Ich hoffe, sie wird uns jetzt dementsprechend was sagen. Oh, die Galadrin Presco will irgendwas auch. A word a day keeps the fungi away. Ein Wort am Tag verscheucht die Pilze. Wow. Aber auf Englisch hat er sie auch besser gereimt mit A word a day keeps the fungal, ich weiß gar nicht, wie man Fangl, wie man Pilz genau sagt. Wir sind die Hämmer, die du wolltest, so, und jetzt will ich aber, dass du mir sagst, wie ich da hinkomme. Okay. An einem der immer war noch Goblin-Auge-Äpfel. Okay, sie hat mir gesagt, wo ich hin muss. Okay, da ganz hinten, gut. Aha, jetzt haben die plötzlich auch alle Quests. Danger is all around us! Ich möchte ein Schutzzeug in den boshaften Bösewicht herstellen, aber ich kann die Toxine der Fungositen nicht aushalten. Okay. Brauchen anscheinend von den Mobs, die da vorne sind. Hoppla. Oh, no. Verschiedene Items. Ja. Pilzegeräte. Looking for a job. Was machen die? Nein. Sag nicht, dass die nochmal Goblins hätte. Ich laufe sicher nicht nochmal zu den Goblins. Na, vielleicht dann beim Zurücklaufen. Aber jetzt machen wir da mal weiter. Ein Matschmonster. Lebendige Luft. Okay. Droppt er nichts. Das ist interessant, wie das zu ändern. Er scheint wirklich nichts zu droppen. Boah, das hat mich verlangsamt. Heimtückische Wurzeln. Jetzt kann ich wieder. Arto weiß der Pilze. Da ist ein Schaffgeld. Wow, das könnte werden. Oh! Ah, kein Problem. Oh, super Erfahrungspunkte. Und eine Jäger. Oh, übrigens, da habe ich auch so ein Item bekommen. Das ist besser. Schlangenbogen ist besser und Rüstung auch besser. Ja, da müssen wir kurz mal wieder lamentieren. Da sollte man nicht lange rumfackeln. So, schauen wir mal. 26,6. Sehr eindeutig. Dich besser. Wie schaut's da aus? 30. Okay, das ist wurscht. 7. 5. Ist das besser? So, haben wir alles. Ja, genau, und diesen Bogen. Schaut eigentlich ziemlich cool aus, würde ich sagen. Schlangenbogen. Nehmen wir mal den. Gnomifizieren wir das Ganze. Ah, so ein dunkler Bogen. Cool, gefällt mir. Und die Rüstung jetzt auch noch schnell. So. So. Und 5. Okay, das ist scheißegal, muss man nehmen. Aber die Seite perfekt. Gut, dann können wir weitermachen. Nutzen Monster wollte ich eigentlich nicht anlocken, weil uns eh nichts droppt. Aber das Matschmonster. Hm, Pilze.
Ah, das ist das tatsächlich der letzte Sammelquest. Roll up your sleeves, chap! Das muss ich ihm Hitze bringen. Na dann. Suchen wir doch einfach aus der Pizze. Schon genug. Dann würde ich sagen, sehr schön. Erfahrungspunkte im Pflanzenkunde wieder gebracht. Ist gut, das Pilze und Obst, das ist alles, zählt für Pflanzenkunde. Und das übrigens wieder ein Portalfeld. Matschmonster. Das ist nichts getroppt. Gehen wir mal weiter und machen wir mal hauptsächlich die Hauptquest, würde ich sagen. Salziger Fungazin, der ist ja gefährlich. Aber hält nichts aus. Achso, das ist noch eine Gaswolke. Wie schaut's da eigentlich mit den Quests aus? Die 3 von 4 und. Sind wieder diese lebendigen Wurzeln, sind eigentlich auch was anderes. Okay, das ist abgeschlossen, also ich muss nur mit diesen Fungaziten noch ein paar töten. Schauen ist er wieder vorbei an mir. Da hinten ist ein. Fünf und sechs, eins will man dort noch, dass wir mehr auch noch schaffen. Leola, Stufe 9. Was hast du zu gegensetzen gegen die vielen Gifte von der Natur? Nicht viel. Okay. War das Sinn gar gewesen, also gehen wir noch weiter. Da ist mein Ziel. Oh, was sind das? Feen? None shall enter. Okay, du bist zurück. Warst du in der Lage, alle Zutaten zu besorgen? Ich brauche diese Schriftlumen. Bitte, du musst mich durchlassen. Was? Die Sägehexe ist gefährlich. Die letzte Person, die nach ihr gesucht hat, hat man nie wieder gesehen. Alter, ich habe mit dir noch nie gesprochen. Ich werde alles tun. Okay, sehr gut. Wenn du benötigst, kann ich eine Tinktur für dich machen, Barbara.
okay, Team, das mit der Seehexe nichts machen kann. Okay, es gibt einen schönen Wickelseehexe. Was seid ihr bitte? Okay, ich muss so ein bisschen kurz salzige Giftpilze abfarmen. Wie viel hätte ich vielleicht lesen sollen? Unter den Seerosen salzigen Höhlen finden. Ah, Seerosen, okay. Ah, da gibt es übrigens einen salzigen Weg von der Seekarte. Elementar muss ich was töten, damit ich alles habe, aber dann mache ich gleich nebenbei 1 zu 1. Und dann haben wir das auch. Ui. Matschen uns da auch. Ich würde aber sagen, wir machen einen schnellen Zwischenstopp, also ich werde die Episode beenden und wir sehen uns hoffentlich gleich wieder bei der nächsten Episode, weil wir haben wieder so circa 30 Minuten gehabt und ich finde die Videos mit 30 Minuten Länge passen ungefähr. Also ich hoffe bis bald oder gleich. Ciao!